Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir stehen heute mit einem MAN A37 Hybrid auf der Karte Krefrath und es ist laut, weil hier Autos direkt an meinem Ohr vorbeifahren. Ja, deswegen setzen wir uns hier mal eben schnell rein, denn dieser Bus, der ist jetzt eigentlich relativ neu herausgekommen, beziehungsweise in einer geupdateten Version. Das ist ja hier ein Bus aus dem Neo MAN Pack von Sobol, was ja auf der Webdisk verfügbar ist, und in der neuesten Version wurden jetzt einige neue Sachen mit hinzugefügt, sogar einige neue Busvarianten, und ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, dass wir einfach mal mit einem Hybridbus fahren. Ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt die neuere Version ist, also es kann sein, dass, ein Hybridbus gab es ja schon vorher, aber es kann sein, dass jetzt diese Variante hier mit neu hinzugekommen ist, weil das ein Dreitürer ist. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Variante die Hybridbusse jetzt schon alle verfügbar waren, aber wenn wir jetzt hier eben einmal hinten gucken, dann sehen wir hier eine dritte Tür, die übrigens eine Außenschiebetür ist. Ich weigere mich ja immer noch, Außenschwenkschiebetür zu sagen, aber das kann ich gleich auf der Fahrt mal so ein bisschen erklären. Warum ich mich da so ein bisschen weigere. Und sonst die anderen Türen sind die Innenschwenktüren. Und ich denke mal, man kann hier auch schon so ein bisschen sehen, was sich jetzt hier geändert hat. Wir haben hier vorne nicht mehr den Bildschirm als Innenanzeige, sondern wir haben jetzt hier diese typische MAN-Innenanzeige, die man eigentlich so in der Form auch aus der Standardversion von V3D kennt. Nur halt ein bisschen modifiziert mit anderen Texturen. Ich weiß nicht, ob das nur eine Textur ist oder ob das tatsächlich auch das Modell ist. Wenn das nur eine Textur ist, werde ich mir das definitiv noch umändern, weil das mit dem weißen Rand sieht irgendwie, kenne ich so nicht. Deswegen, ich passe mir meine Busse meistens auch immer so ein bisschen so an, dass sie mir letztendlich auch gefallen. Ich bin da ja auch mittlerweile einigermaßen gut drin, so Texturen auszutauschen. Es ist jetzt auch nicht so eine Meisterleistung, aber immerhin schon mal. So, ansonsten, es gibt noch einige neue CTI-Variablen, die hier mit hinzugekommen sind. Die Türen lassen sich immer noch nicht anpassen, also das ist da immer fest eine Außenschwenktür hier in dieser, eine Außenschiebetür meine ich, da hinten in der Version. Ansonsten, es gibt verschiedene Sitztypen, es gibt verschiedene Türvarianten, also Türvarianten, ob zwei Türer oder drei Türer. Das heißt, wir haben hier auch eine Zweitürer-Variante von dem Hybridbus, dann haben wir verschiedene Motoren, also verschiedene Abgasnormen, wir haben EEV, wir haben Euro 6, bei anderen Bussen haben wir auch noch Euro 3 und Euro 4 und da ist echt eine Menge an Versionen mit dabei. Es gibt auch noch speziell Versionen, die auf Busbetriebe zugeschnitten sind, also es gibt eine Version aus Stettin und ich glaube sogar eine aus, irgendwie aus Paris. Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber wir starten jetzt hier mal den Bus. Wir haben hier auch einen neuen Drucker drin, wie man hier sehen kann. Das ist nämlich der Drucker, den kennt man auch schon aus dem Solaris Urbino, vierte Generation des Metropole Ruhr Addons. Genau, den haben wir jetzt hier drin. Interessant, dass der hier jetzt verbaut ist. Also das wird jetzt leider vorausgesetzt. Das ist so ein bisschen schade. Man hätte das ja auch so machen können, dass man vielleicht noch den anderen Drucker da als CTI-Variable drinnen lässt oder halt eine Version ohne diesen Drucker macht, aber das ist halt auch nochmal extra Aufwand. Und das ist dann letztendlich etwas, wo sich der Modder für entscheiden muss. Und wenn er sich dann dagegen entscheidet, dann ist das leider so. Aber ich denke mal, es wird schnell auch Modifikationen geben, wo es dann auch Varianten ohne diesen Drucker geben wird. Gut, schildern wir hier einmal. Wir fahren die Linie 60, das ist eine Ringlinie. Okay, Dreherweg, genau. Wir fahren erst in Richtung Werst-S-Bahnhof über Unterkassel und dann könnte man theoretisch noch einmal zurückfahren. Ich meine, das ist eine Ringlinie und nicht nur irgendwie so eine Linie, die hier immer hin und her fährt. Also die fährt auch immer hin und her, aber über einen anderen Linienweg zurück. Und die werden wir jetzt hier einmal eben kurz fahren. Das ist eine schön kurze Linie. Also ich glaube, 11 Minuten sind das jetzt in die Richtung. Und ich weiß gar nicht, wie viel das in die andere Richtung sind. Können wir mal schauen, ob wir dann auch noch zurückfahren. Und jetzt müssen wir hier mal eben kurz gucken. Ich starte mal den Bus. Darf ich jetzt? Also er zeigt mir hier on an. Ich muss mal eben kurz gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja, doch. Oder auch nicht. Also ich habe mich mit dem... Aha! Doch, wir bewegen uns. Das ist gut.
Das ist ja jetzt erstmal hier eine Hybrid-Variante, das heißt relativ leise. Und wir setzen uns dann auch einmal nach hinten. Also wir fahren hier elektrisch an. Und dann im späteren Verlauf schaltet sich hier noch ein Motor hinzu. Achso, die steigt hinten durch eine zur Tür ein. Das ist die Teleport-Omi, wer kennt sie nicht? Wir machen mal ein bisschen Licht an, dann sieht das hier auch besser aus. Und jetzt sehen wir da hinten auch die Anzeige. Ah, das sieht doch ein bisschen anders aus. Das ist, glaube ich, doch irgendwie noch ein anderes Modell. Oder es sind einfach wirklich nur andere Fonts und dann halt die Textur. Ah, ich bin mir nicht sicher. Muss ich mal nachschauen? Es sieht ein bisschen anders aus als die Originalanzeige. Also es sieht immer noch ein bisschen ungewohnt aus, dass es jetzt hier wirklich mit diesem weißen Rahmen ist. Ich kenne es halt so nicht, aber gibt es 100 Pro irgendwo. So, und wir haben auch elektrische Türen. Oh, die schließen. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich für so... Also, dass ich die meisten Türen in OMSI irgendwie ein bisschen unreal finde. Wie die sich öffnen und schließen, weil ich kenne das meistens so von einigen Türen, dass sie nicht konstant in einer Geschwindigkeit aufgehen, sondern dass sie irgendwie teilweise mal schnell aufgehen und dann auf einmal kurz stoppen und dann in die richtige Position springen. Und das haben wir jetzt hier. Wir sind erstmal langsam und dann genau so. Und damit kann man mich immer begeistern. Ich weiß nicht warum, ich bin irgendwie komisch, aber ist halt irgendwie so. Achso, und was ich hier auch noch gesehen habe, hier hinten haben wir keine Sitze, hier haben wir so einen Stehbereich, das ist auch ganz interessant. Okay, hier ist das mit der Textur noch nicht so hübsch. Wird aber sicherlich noch. Genau, also die Variante, das ist halt ein Update von der Version 2. Das ist jetzt das Update 2.1. Erst ist in der Webdisk Guide Donnerstag verfügbar. Und ja, da kann man sich das jetzt runterladen. Und muss man halt die alte Version deinstallieren, damit das alles richtig funktioniert. Und dann haben wir jetzt hier auch ein paar neue Varianten. Ja, und dann fahren wir jetzt gleich los. Ansonsten, ich denke mal, so viel wird sich jetzt hier am Modell nicht geändert haben sonst. Es gibt halt ein paar CTI-Variablen mehr. Wir haben hier eine geteilte Frontscheibe. Also gibt es als Möglichkeit. Ich glaube, die Sitze sind immer noch dieselben. Heißt, doof ist halt, es gibt halt auch immer noch keine Liste mit den ganzen CTI-Variablen. Aber es gibt auch neue Matrizen. Mehrere Matrizen. Die hier sieht schon ein bisschen anders aus, so von den Fonts. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch eine LCD-Variante. Und wahrscheinlich noch ein paar mehr, ja, LED-Varianten. Auf jeden Fall habe ich da ein Bild gesehen und ich habe es auch gehört. Das heißt, da sollte auf jeden Fall irgendwas sein. Achso, ich sollte auch mal die Haltestellenbremse lösen. Okay, der fährt langsam an. Ist ein bisschen ungewohnt. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir hier jetzt nicht mitgenommen werden oder dass wir hier niemanden mitnehmen. Ich weiß nicht, das entweder täuscht das oder der beschleunigt echt ein bisschen langsamer. Okay, der klingt sehr interessant, was den Klang angeht. Oh, kommen wir da? Ja, da kommen wir durch. Okay, das hätte man irgendwie auch merken können sonst. Das wäre ein bisschen fies gewesen, wären wir jetzt da irgendwie stecken geblieben. Aber mit dem Doppeldecker kann man hier schon mal nicht langfahren. So, Kolonnenstraße. Nee, da müssen wir nicht halten. Also, da müssen wir schon halten, aber es steht halt niemand da. Ich versuche mal hier irgendwie so das hinzubekommen, dass man hier ein bisschen was vom Sound mitbekommt. So, wir halten jetzt hier trotzdem noch einmal, damit ich das jetzt gleich auch einmal im Anfahren zeigen kann. Oder, ja, halt einmal vorstellen kann. Das heißt, Türen auf, wieder zu und los.
So, ja, dann haben wir jetzt hier mal ein bisschen was vom Sound gehört. Wir sind trotzdem immer noch echt pünktlich. Ich dachte jetzt, weil wir hier so häufig durchgefahren sind, dass wir ein bisschen Verfrühung angesammelt hätten. Okay, ist wahrscheinlich hier so eingeplant, dass man hier so ein bisschen häufiger durchfahren muss. Ich habe jetzt auch nicht so eine Zeit genommen, wo hier tatsächlich viel los ist. Ich glaube, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich habe die Kollisionen noch deaktiviert. Für Vorstellungsvideos ist das aber tatsächlich ein bisschen besser. Also da mache ich das, wenn ich jetzt eine normale OMSI-Folge mache, dann nicht. Gut, aber wir haben jetzt mal ein bisschen was vom Sound gehört. Der klingt, würde ich mal sagen, interessant. Ich habe halt jetzt, ich kann es jetzt halt nicht irgendwie beurteilen, ob das so real ist, weil ich hatte, och nö, komm. Das ist nicht dein Ernst. Ja, auch wenn die Kollisionen hier aus sind, müssen wir ja nicht irgendwie so das noch extra heraufprovozieren, dass wir hier dem noch einmal hier so durchfahren. Also direkt einmal reinfahren, nicht durchfahren. Durchfahren tun wir dann auch, aber auf jeden Fall, das müssen wir jetzt nicht heraufprovozieren. Also ich kann es halt nicht bewerten, wie real das jetzt ist, weil ich kenne diesen Bus halt nicht aus der Realität. Mit einem MAN bin ich so gut wie, ich glaube, MAN bin ich so selten irgendwie mitgefahren, weil hier in der Umgebung fährt halt kein MAN. Wir haben hier Mercedes und Setra und Iveco mittlerweile auch. Aber MAN, das bin ich halt nur so ein paar Mal halt, wenn ich mal woanders in Deutschland war, gefahren. Das ist jetzt nicht so, ja, kenne ich mich nicht so mit aus. Ich kann mir vorstellen, also der Sound klingt so ein bisschen unangenehm. Es hat aber jetzt nichts damit zu tun, wie der Sound hier gemacht ist, sondern allgemein irgendwie so bei einigen Hybridbusarten, da ist das halt so, dass der Motor da, also dass es da halt einen Motor noch gibt, der die ganze Zeit halt so eine konstante Drehzahl hat. Und das finde ich dann irgendwie schon so ein bisschen unangenehm. Da bin ich tatsächlich auch mal in einem Hybridbus mitgefahren. Da ist das tatsächlich auch so. Klang ein bisschen komisch. Also es ist noch so ein extra Motor irgendwie gewesen, der elektrische Energie wahrscheinlich noch liefert für das Anfahren dann. Also es klingt ein bisschen komisch, aber es klingt auf jeden Fall nach einem Hybridbus. Also da, das würde ich jetzt schon so vermuten. Ja, die nehmen wir noch mit. Uiuiui, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, die Ecke hier kenne ich ja halt gar nicht. Hier bin ich noch gar nicht lang gefahren, hier auf der 60. Und da will mal jemand mit. Wow. An der Durcht. An der Durcht will jemand mit. Dann nehmen wir die mit. Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt... Okay, das ist hier vielleicht noch ein Bug. Die Tür war nicht offen. Ich habe die jetzt gerade eben erst aufgemacht. Aber die laufen halt hier zur zweiten Tür. Obwohl die erste Tür offen ist und die zweite Tür ist noch zu. Ja, Bugs kann man halt immer mal wieder haben. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß jetzt nicht, ob das hier an der Version liegt. Das müsste man mal schauen, ob das in anderen Versionen auch so ist. Ob die verschiedene, Passagierpfade benutzen. Müsste man mal schauen, aber ich denke mal, ich hoffe einfach mal, dass das jetzt so nur hier bei dieser Variante ist. Oh, der Sound klingt ja auch so gut hier. Rennsalzweg. Haben wir denn hier irgendwie auch so ein, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier so ein Wagenheld-Symbol haben. Also auf der Anzeige wird es nicht angezeigt. Da wurde das sonst, glaube ich, vorher angezeigt. Nee, also es wird hier jetzt nicht angezeigt. Das kann man jetzt wahrscheinlich hier nur vorne im am Fahrerarbeitsplatz sehen. So, steigt er denn... Ah, nee, der läuft direkt nach da. Hallo. Gut, dann machen wir immer auch mal die Tür auf. Wenn er dann schon dahin läuft. Okay, das ist dann halt noch so ein ja, kleiner Fehler. Kann immer mal auftreten. Ist jetzt nicht so schön, aber wie gesagt, das passiert halt manchmal tatsächlich. Muss man halt auch mal gucken, ob das dann noch später gefixt wird. Ich denke mal, dass da irgendwie noch so ein schneller Hotfix kommen könnte. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt eine Monsterarbeit hier, die, also das mit dem fehlerhaften Einstieg noch zu korrigieren. Oh, ich muss mal eben... Genau, ich muss die Hilfspfeile wieder aktivieren, weil sonst finde ich mich hier nicht zurecht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach nur noch geradeaus. Und dann den Bahnschienen folgen, weil wir enden ja an einem S-Bahnhof. Und ich denke mal, da wo Bahnschienen sind, da ist auch definitiv ein S-Bahnhof. Ach so, worauf ich auch noch zu sprechen kommen wollte. Meine Abneigung dagegen, Schiebetüren als Schwenkschiebetüren zu bezeichnen. Weil ich finde das nicht, dass die, ich finde das irgendwie nicht so, ich kann da nicht irgendwie erkennen, dass sie ausschwenken. Für Ausschwenken, da habe ich irgendwie immer so das Gefühl, ja, jetzt haben wir es gerade gesehen, ich kann das ja hier mal eben kurz demonstrieren. Oder auch nicht.
Kann ich die nicht aufmachen? Doch. Nee, kann ich nicht. Kann ich die aufmachen? Dann muss ich immer eben kurz von innen einmal drücken. Oh nö, ich kann die anscheinend nicht aufmachen. Ja gut, aber ich weiß nicht. Ich finde nicht, dass die unbedingt ausschwenken. Für mich ist Schwenken immer noch so ein bisschen ausholender. Und die, ja, gehen halt nur so ein bisschen nach vorne. Das ist für mich nicht Schwenken. Für mich ist tatsächlich so eine Außenschwenktür wirklich nur das mit den, also diese typische Außenschwenktür, die man aus Überlandbussen kennt. Diese, ich nenne es halt wirklich immer Schiebetüren, weil die schieben sich da entlang und schwenken tun die halt nicht wirklich. Da müssten die meiner Meinung nach noch so ein bisschen mehr ausholen. Aber das ist halt, wie gesagt, auch so ein Begriff. Da kann man drüber streiten. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der das so sieht, der das nicht so gerne so bezeichnet. Aber für mich sind das einfach nur Schiebetüren, keine Schwenkschiebetüren. Ist wahrscheinlich sogar der korrekte Term, wie das jetzt bei den Busbauern genannt wird. Aber das ist mir doch jetzt egal. So, können wir es jetzt hier hinten sehen? Ach nö, da will niemand raus. Na gut. Ah, jetzt will die hier vorne rein. Okay. Das ist interessant. Warum auch immer die jetzt hier vorne eingestiegen ist. Naja. Ach so, ich glaube, wir haben nur an dieser Stelle hier so einen etwas anderen Linienweg. Ja, dann lohnt sich das nicht, die Rückfahrt noch zu machen. Aber nee, Soundbeispiel haben wir. Ich habe meine Kritik gegenüber den Begriff Schwenkschiebetür geäußert. Ich habe eigentlich alles aus diesem Video abgehakt. Und ich habe den Bus vorgestellt. Also das Wichtigste natürlich immer zum Schluss. Aber nee, wenn ihr da jetzt die neue Variante sehen wollt, dann müsst ihr in der Webdisk vorbeischauen. Da findet ihr die. Also ihr müsst da ein bisschen suchen, weil das wird jetzt nicht direkt bei den neuen Dateien angezeigt, weil es halt... Ich glaube, die Tür öffnet gar nicht. Aber den Bug hatten wir auch schon in der zweiten Version. Jetzt will die da nicht raus. Warum geht die jetzt schon wieder... Ach komm. Jetzt geht die nach hinten. Okay, also mit den Passagierfahrten ist hier auf jeden Fall noch ein bisschen was falsch. Ja. Die zweite Tür ist offen und steigt hinten aus. Nee, das kommt nicht so ganz hin. Kein Wunder, dass dann die dritte Tür sich auch nicht öffnet. Also da ist irgendwas noch ein bisschen verbuggt. Muss man mal schauen. Und man darf während der Fahrt nicht so genau hinschauen. Genau. Also ihr müsst da in der Webdisk, jetzt wo ich halt so unterbrochen wegen diesem Bug, ihr müsst da halt einfach mal schauen unter aktualisierten Dateien, da findet ihr das dann noch, weil unter den neuen Dateien ist es nicht, weil es ist halt einfach eine Aktualisierung des vorhandenen Neo-MAN-Packs. Übersieht man, glaube ich, mal ganz schnell. Ich habe es auch erst relativ spät mitbekommen, ist schon am Donnerstag herausgekommen, aber da habe ich es halt nicht mitbekommen. So, okay. Müssen wir... Hier stand gerade eben was von dritter Ausfahrt. Ich kenne mich hier nicht aus, aber eigentlich müssen wir doch da halten. Weil in die Richtung ist da ja nichts. Nee. Ach so, wir fahren hier so einen Bogen. Ja, dritte Ausfahrt, nicht vierte Ausfahrt. So. Du stehst so halb im Kreis, dann darfst du auch gerne fahren. Du nicht. Du nicht! Ach, fahr. Er sagt, fahr und fährt. Das ergibt keinen Sinn. Ist auch immer so eine schöne Debatte. Es gibt ja viele Leute, die sagen, es macht keinen Sinn. Das ist aber anscheinend falsch. Sondern es heißt, es ergibt keinen Sinn. Man ist es halt irgendwie so, also aus dem Englischen kommt das halt mit dem make sense und so. Da macht das, also da macht das Sinn. Aber hier ergibt es Sinn. Ist auch immer so schön lustig. Das ist bei uns im Jahrgang auch mal so gewesen, dass sobald da irgendwie jemand was Falsches gesagt hat, dann sagt da immer so jemand, ergibt Sinn. Ist auch wunderschön lustig. Aber wenn man so, ja, sagen wir mal so, den halben Tag in der Schule verbringt, dann versucht man sich auch schon irgendwie zu bespaßen. Auf irgendeine Art und Weise. Also, wir haben ja so ein schönes Stundenplan-Drama, habe ich auch schon des Häufigeren mal drüber geredet.
Aber das ist dann auch so. Ja, da muss man dann Wege finden, wie man sich diese Zeit dort vertreiben kann. Aber ich will mich nicht beschweren. Es wird immer gesagt, dass man es in der Schule noch gut hat. Wage ich zwar teilweise zu bezweifeln, aber ich kann es mir auch vorstellen, dass auf jeden Fall ein Funken Wahrheit dran ist. Na gut, aber wir sind jetzt hier an der Endhaltestelle und die wollen jetzt schon gleich wieder mit. 60, keine Pause und Zielwechsel und weiter. Ja, nee, aber wir fahren jetzt nicht noch einmal zurück. Wir fahren noch einmal zurück. Das Hallo. Ist jetzt ja hier so ein kurzer Hallo. Weg. Das sind 4 Minuten, dann fahren wir definitiv zurück. Ich dachte, das wäre jetzt noch einmal so ungefähr die Strecke hier wieder zurück. Also wirklich direkt zurück, aber darauf hätte ich nicht noch einmal Lust gehabt, aber jetzt hier so die 3, 4 Haltestellen oder 5 Haltestellen. Ich darf nicht beim Einfahren blinken. Warum mache ich das? Ich war schon innerlich hier bei der Ausfahrt. Ich weiß nicht, habe ich schon mal meine Eselsbrücke gesagt, womit sich Leute merken können, dass man nicht beim Einfahren in den Kreisel blinken soll. Außerdem, also bis auf mal abgesehen kurz davon, dass man eigentlich dafür keine Eselsbrücke braucht. Boah, fällt der Scheiße. Weil eigentlich sollte man das wissen dann. Aber man kann sich das, wenn man das aus irgendwelchen Gründen nicht unbedingt sich merken kann und das immer wieder macht und es einfach nicht in den Kopf möchte, muss man sich einfach nur merken, beim Einfahren in den Kreisel hat man einfach keine andere Wahl, als da reinzufahren. Hallo. Na gut, man kann theoretisch noch in die andere Richtung fahren, aber das ist verkehrstechnisch nicht vorgesehen. Ach komm. Du willst doch jetzt keinen Fahrschein. Oh, wir haben D-Mark. Interessant. Willst du jetzt hier deinen Fahrschein? Eigentlich wollte ich eine andere. Achso, ist Fahrschein ermäßigt. Hier, Kurzstrecke. Das wollte er. Danke. Bitte. Genau, also man kann sich das eigentlich so merken, man hat keine andere Wahl, wenn man in den Kreisel reinfahren möchte. Und wenn man rausfahren möchte, man hat 4 Möglichkeiten. Erste Ausfahrt, zweite Ausfahrt, dritte Ausfahrt oder ein U-Turn mit der 4. Ausfahrt. Das muss man natürlich anzeigen. Also das wäre sozusagen so eine kleine Eselsbrücke. Obwohl man sich das eigentlich auch merken kann. Ohne Eselsbrücke. Aber es gibt tatsächlich noch erstaunlich viele Leute, die dann halt wirklich beim Einfahren in den Kreisel blinken. Ist mir halt so aufgefallen. Ich fahre ja auch relativ häufig mittlerweile Auto. Allein schon, weil ich relativ weit weg von der Schule wohne und die Busverbindungen sind extrem schlecht. Also vor allem für uns jetzt, die teilweise nach der 10. oder 11. Stunde Schluss haben. Und da ist man dann tatsächlich auf ein Auto angewiesen. Also wir sind ja halt der älteste Jahrgang schon. Und wenn jetzt irgendjemand kommt so mit Sachen Umweltschutz, Fahrgemeinschaften. Fahrgemeinschaften sind schon mal ein Weg, ein bisschen weniger. Irgendwie ein bisschen weniger Autos dann auf die Straße zu bringen, weil wir sind auch mehrere Leute hier aus dem Ort. Fahrgemeinschaften sind jetzt nicht das Nonplusultra, weil es ist halt immer noch ein einzelnes Auto, was dann halt im Normalfall so durchschnittlich 4 bis 5 Leute transportieren kann. Aber es ist schon mal besser, als wenn jeder alleine fahren würde. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber auch noch nicht das Nonplusultra. So, ich mache die Tür einfach immer noch wieder auf, weil das ist doch irgendwie komisch, wenn die dadurch eine geschlossene Tür laufen. Oh, jetzt haben wir hier so ein schönes Gefälle. Das sieht doch toll aus, glaube ich. Ah! Ich wollte jetzt hier mal eben kurz gucken. Oh. Hier, das mit der... Die Matrix, die hat so richtig dünne Buchstaben. Das sieht auch ein bisschen komisch aus, finde ich. Ich war das ja von der Matrix davor so ein bisschen anders gewohnt hier. Aber wir können ja hier mal eben ganz kurz ein kleines Bildchen machen. Genau. Dann haben wir das jetzt hier auch einmal eben kurz noch erledigt. Das sieht doch hier immer schöner aus, wenn man das in so einer Kurve macht. So, hier will jemand raus an der Knisterstraße. Da knistert es immer, weil da jemand mit einer Blasenfolie spielt. Wobei, kann man das als Knistern bezeichnen? Na gut, allgemein, so Plastikfolien sind ja auch so ein bisschen, die knistern einfach. Ja, Plastikfolie, sagen wir einfach mal. Deswegen knistert das da. Oder jemand spielt mit Feuerwerkskörpern.
Achso, und jetzt sind wir hier schon bei unserer Endhaltestelle. Oh, das ging ja echt schnell. Ja gut, das wäre jetzt echt sinnlos gewesen, hätte ich jetzt an der Endhaltestelle da in die eine Richtung gesagt, dass wir jetzt ja aufhören. Auch wenn das jetzt hier wirklich nur so 5 Minuten waren. Aber ich kenne die Linie halt nicht, deswegen. So. Wir sind angekommen an der letzten Haltestelle. Und haben jetzt tatsächlich 20 Minuten Pause. Na gut, dann würde ich mal einfach, mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Mal sehen, was wir dann fahren. Ich glaube, es ist auch mal wieder was anderes als MAN oder Mercedes dran. Müssen wir einfach mal schauen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!